So, liebe YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder NetPickle und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Admin Time. Yay. Die ganze Folge ist leider nachbesprochen. Mir ist die Tonspur ist mir irgendwie verrotzt geraten. Ich weiß nicht warum. Die hat die ganze Zeit gebrummt, also spreche ich jetzt nach und hoffe mal zu verstehen, was ich hier, warum wir getan habe. Da hinten auf diesem kleinen Inselchen oder Halbinselchen, da soll eine Verbindung hin und das mache ich in Form von einem Steg. Und ja, warum fliege ich da eigentlich jetzt die ganze Zeit so rum und laber so viel? Mein Gott, ich laber immer so viel, zu witzig. Gut, dann mache ich an der Stelle mal einen Schnitt und guck mal, was ich da an Steg so produziere. Jo, und da haben wir schon das erste Ergebnis. Von unserem Steg, was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, ich wollte eine Brücke oder etwas Brückenähnliches bauen, was komplett aus Holz ist. Und das ist Minecraft ganz schön eine Herausforderung. Also Holz und Stein kann man eigentlich immer ganz schön kombinieren. Aber hier, ihr seht, ich habe hier noch ganz viele Farbkombinationen mal ausprobiert, um zu gucken, was da schön aussieht. Also hier Eiche mit Dark Oak auf der linken Seite. Und ihr habt auch gerade dieses Knöpfchen gesehen. Das war so ein Bolzen darstellen und hier auf der Seite habe ich ich glaube das ist Fichte, das Holz, ja, mit einmal Fichtezäunen und einmal Eichezäunen und die Pfosten hier, die habe ich jetzt ein bisschen, die habe ich mal in 2x2 gemacht, ursprünglich in 1, aber das war mir irgendwie nicht detailliert genug und bei Minecraft kann man die Sachen ganz schnell und schön detaillierter machen, wenn man sie etwas größer macht, dann haben wir einfach mehr Auflösung. Ja, und ich bin da an der Stelle noch etwas uneins mit mir selbst gewesen, welche Farbkombination ich dann nehme. Ich glaube, ich habe mich dann für die rechts entschieden. Eiche mit Fichtenzaun. Oh, das ist doch dunkle Eiche. Ich glaube, das ist auch dunkle Eiche. Ich glaube, der Fichtezaun ist sogar der da hinten. Und der Eichezaun ist noch heller. Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Jo, und dann zeige ich euch doch... Ah ja, genau, da die Knöpfe, hat man es gesehen. Das sollen so Bolzen darstellen. Ich zeige jetzt einfach mal den nächsten Schritt. Da habe ich mich, glaube ich, auch schon... Aha, hier, Details. Ah, Details, ganz wichtig. Hier, Details. Details machen immer alles schöner. Und ich glaube, die Details hier drüben sind definitiv schöner als da drüben die Bolzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, hallo. Junge, wie kam ich auf die Idee, das auch nur in Erwägung zu ziehen, dass das andere schöner aussieht? Also manchmal kann man sich selbst nicht verstehen. Okay, jetzt springen wir einfach mal zum nächsten Punkt, wo ich das etwas... uniformiert habe. Ah, da geht's schon los. Prima! So, und da ist die Brücke fertig. Oder das Steg, wie ihr es haben wollt. Das ist so die Entfernung, die ich hier brücken möchte. Und ich habe hier die 2x2 Pfosten. Ich habe die immer so ein bisschen versetzt. Die sind aus Fichte. Der Boden ist aus Fichte. Die Seiten sind aus dunkler Eiche mit Fichtenzaun. Ja. Und dann möchte ich euch gleich noch was zeigen, wozu ich jetzt mal kurz hinspringe. Und zwar die Brücke von unten. Hier habe ich nämlich zwei Querbalken eingefügt aus dunkler Eiche, die hier von Pfosten zu Pfosten gehen. Und einen der Querbalken, den sieht man von oben, da läuft man auch drauf. Und der andere versteckt sich hier hinter der Halbstufenschicht. Und ja, ich war mir jetzt etwas uneins mit mir selbst, ob ich hier die dunkle Eiche oder die Eiche nehmen soll, weil die dunkle Eiche bietet eigentlich einen sehr schönen Kontrast. Aber die habe ich schon an den Rändern. Und ich habe mir halt ja zur Aufgabe genommen, dass ich diese Brücke, diesen Steg, nur aus Holz baue und nicht Holz und Stein kombiniere. Und um dann möglichst einen guten Kontrast hinzubekommen, weil den braucht man, damit es gut aussieht. Und da ich ja hier an der Seite schon die dunkle Eiche habe... übrigens auch mit den gleichen Zäunen, habe ich mich dann dafür entschieden, hier das doch mal mit der Eiche zu machen, weil ich dann insgesamt mehr Kontrast habe. Ja, ich habe ja außen das Dunkle und dann in der Mitte das Helle. Und da haben wir es. Hier sind unsere Eichenquerbalken. Und das sieht eigentlich ganz nice aus. Und ja, jetzt brauchen wir hier eine Beleuchtung. Ich habe hier Lampen eingefügt, um diese Querbalken zu beleuchten, weil eines andere sind die Halbstufen, da kann ich spawnen, aber auf diesen Querbalken kann man spawnen. Ich habe die Lampen auch so eingebracht, dass man von unten nicht sehen kann. Ich habe da einfach Hebel reingesetzt an der entsprechenden Stelle. Aber das Problem ist, sie leuchten nicht. Also so im Boden versenkt, geben sie kein Licht ab. Ich habe es ausprobiert.
Sie sind zwar an, aber sie geben kein Licht ab. Ja, hier oben habe ich dann Halbstufen drauf gesetzt aus dunkler Eiche und ich habe immer gegenüberliegend zwei von diesen vier Pfosten runtergesenkt und zwar ohne erkennbares Muster. Auch einfach ein bisschen Struktur reinzubringen. Unregelmäßigkeit sieht meistens gut aus. Ja, so ein bisschen. Denn im Echt sind die Sachen ja auch nicht immer alle allglatt und. Ja, machen wir mal hell. Und bei Minecraft hat man halt diese 1 Meter mal 1 Meter Struktur und da sind solche Unregelmäßigkeiten, bringen einfach die Struktur rein, die du in der echten Welt halt mit mehr Auflösung sowieso hättest, weil da sind die Sachen ja etwas höher aufgelöst als 1 Meter mal 1 Meter. Und deswegen kommen dann da noch so Sachen drauf. Auch dann ist nicht spawned, aber das macht das Ganze einfach noch so ein bisschen unregelmäßig und schön. Und das gibt dir nochmal einen ganz anderen Look. Ich habe auch Banner hier an die Pfosten gemacht, immer vorne und hinten. Und ja, dann springen wir doch mal zu der Stelle, wo ich jetzt nochmal die Lampen so mache, wie sie... Ups. wo ich die Lampen so mache, wie sie richtig gehören. So, da war der Hebel von der alten Lampe, die war direkt vorne dran und war quasi dann gepowert durch den Hebel, weil der gibt dem Block Power und die Lampe kriegt dann passiv blauer, aber die Lampe muss eins höher. Dieser Block, wo ich gerade quasi jetzt nichts habe, der muss bepowert werden, deswegen kommt da von unten jetzt ein Hebel dran, das powert diesen Block und wenn man die Lampe dran setzt, wird sie passiv bepowert, bei Lampen geht das. Man kann da jetzt quasi kein Redstone rausnehmen, kein Signal, aber sie wird bepowert. Und ja, man muss hier immer auch ein bisschen aufpassen, weil hier unten ist ja eine Lücke, guck, da kann man reingucken. Da muss man also sehen, dass man den Hebel von außen nicht sieht. Also auch immer mal von unten gucken. So, und dann mache ich jetzt mal die Lampen. So, da sind die Lampen und ich habe mal Nacht gemacht, um euch hier zu zeigen, dass vom Lichtlevel das auch alles klappt. Hier, 14, 13, 12, 11, 10, perfekt. Passt, hier spawnt nichts mehr. Die Lampen erfüllen ihren Zweck und ich habe die auch abwechselnd angeordnet. Immer eine links, eine rechts, immer so hin und her, hin und her. Auch wieder um Struktur reinzubringen. Das heißt, abwechselnd das Ganze zu machen, ist das ist interessant, das anzuschauen durch die Abwechslung und damit sieht es dann letzten Endes schöner aus. Ja, dann habe ich noch diese Holzknöpfchen da links und rechts eingefügt. Sollen auch Pflöcke darstellen, auch wieder für Struktur, Abwechslung, damit es schicker aussieht. Ja, ich bin eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich war lange Zeit sehr skeptisch, ob ich das hinkriege mit dem puren Holz, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, also ich bin doch sehr zufrieden. Ja, ich hoffe, man hat jetzt nicht allzu sehr gemerkt, dass das Ganze hier nachbesprochen war, aber macht nichts. Die Brücke sieht genauso aus und falls ihr noch Fragen habt, stellt sie ruhig. Anregungen werden gern auch genommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge Admin Time. Und ich wünsche euch, na komm, komm her, ja. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Tschüss!